Ahoi und willkommen zu den ersten 30 Minuten von Skull and Bones. So, dann wollen wir mal starten. Oh, Verbindungsaufbau. Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Das gefällt mir nicht an Spielen. So, und wir haben es in endlicher Zeit ins Hauptmenü geschafft. Dann wollen wir einfach mal auf Spielen drücken. Oh, es geht direkt los. Das ist auch nicht schlecht. Der Anbruch des Kapitalismus. Ah ja, schöne Unternehmen, Zeit. Unternehmen so mächtig wie Nationen beherrschen die See und die ertragreichsten Handelsrouten. Ich dachte, das waren nur die Briten. Mit eiserner Faust schlagen sie eine Schneise der Tyrannei und Ausbeutung und entfachen einen Krieg um die globale Vorherrschaft. Eine Flut exotischer Waren aus dem Ein Indischen goldener Ozean Globus. Schafft neue Bedürfnisse und füllt die Schatzkammern mit Münzen, an denen Blut klebt. Und wo Blut ist, da lauern auch Raubtiere. Ich dachte, es wäre immer umgekehrt. Ich höre Glocken. Wir sind im Indischen Ozean, anscheinend. Und das im 17. Jahrhundert. Oh, ist das mein Kahn? Wir haben die Exeter verloren. Captain Wrestler wird uns hängen lassen. Wir sollen ihm Geleitschutz geben. Das reicht. Hier war eine Schlacht. Ja, das sehe ich. Die Briten kamen hier entlang. Das ist doch nicht alles, was von der Pracht der Exeter übrig ist. Captaini, weich dem Brand vor uns aus. Nein, bin ich der Kapitän? Ja, ich bin ausgewichen. Oh, ist aber ein cooles kleine hier, kleines Schiff. Da. Schiff. Oh. Es ist durchlöchert. Leichte Beute. Wir ist haben vor immer mir. Platz für mehr Reichtümer. Ja, ich habe auch Platz für mehr Reichtümer. Gut mache ich das. Benutze W, um die Segel zu hissen und den Wind einzufangen. Aus welcher Richtung kommt denn der Wind? Ich drück doch W. Ja, wollen wir den Wind mal fangen. Genauso dämlich wie das, was in der Happening passiert ist. Ui. Ist zwar kein typischer Segler, aber wir können ja uns ein bisschen im Kreuzen üben. Oder auch nicht. Ja, na, her mit der Ladung. Komm, ihr habt doch extra so rote Sachen, die man anvisieren kann. Hört mal auf, euch so zu bewegen. Boah, wieso seid ihr denn gerade so viele? Schießt! Schießt doch! Ja! Und harter U-Turn. Backboard. Ja, das ist Backboard. Linksrum ist Backboard. Da gibt es eine kleine Eselsbrücke. Und zwar, es gibt ja Backboard und Steuerboard. Und das Steuerboard hat ein R drin von Steuer. Das ist immer der Hint, dass es rechtsrum ist. Na, wieso visiert er ab? Ich will doch nicht abvisieren. Ich will Schiffe kloppen. Da ist hier noch eins. Komm schon. Ach, das ist schön, dass die alle so... Nein, kein Flaggschiff. Ich sehe noch gar nicht, dass ich Schätze aufsammle. Die liegen ja bis jetzt nur rum. Aber Schüssikowski dazu. So. Ja. Komm schon. Kann ich die nicht einfach unter Wasser so beschädigen, wie in Sea of Thieves, dass da Wasser reinläuft? Das wäre cool. Das ist hier ein bisschen unfair, so 6 gegen 1. Vor allem, wenn ich nicht treffe. Komm schon, ladet nach. Nein. Ach doch, hat gereicht. Ich habe mich nicht beschwert. Wieso visiert er immer ab? Das ist sehr nervig. Lass doch gezielt, bis ich was anderes drücke. Nein! Ich werde attackiert. Massakriert. Doch, weiß ich. Ich will die Beute. Ich will die Beute. Oh, da sind jetzt rote Sachen. Treffe ich die? Na, zumindest ein bisschen. Ausweichen. Ah, die haben Scheiße getroffen. Pech für die. Glück für mich, glaube ich. Und rammt sie. Und dann hier das Wasser reinläuft. Sink doch einfach.
Na, kriegt man das Schiff auf der anderen Seite? Also, da, das da hinten, das kleine. Notbremsung! Nehmt sie von Achtern, also von hinten. Bist du down? Du bist noch nicht down. Komm schon, ladet nach, Jungs. Nicht so faul unter Deck. Hör mal auf mit dem Abvisieren-Spiel. Mag ich gar nicht so. Ich halt rechts doch gedrückt. Entweder ich zitter heute mehr als sonst, was eigentlich nicht der Fall ist. Ich hatte meinen Kaffee schon, sogar 3 Stück. Oder das Spiel hat einfach noch einen Bug. Das war jetzt ein gewolltes Abvisieren. Das mache ich auch ab und zu. Komm schon. Oh, da sind noch 2. Kommt her. Gebt mir alles, was ihr habt. Schatzmäßig, nicht feuerkraftmäßig. Dachte, ich hätte euch gedownt. Nein. Ich krieg eine volle Breitseite ab. Ah, bis jetzt macht es Spaß. Ich weiß zwar nicht, was das Spielprinzip hier ist. Und wie lange das Spaß machen wird. Aber aktuell macht es Spaß, hier rum zu cruisen und einfach mal ein bisschen was hochzujagen. Ich wünschte, ich hätte noch irgendwie mehr Loot oder so. Das ist nicht gut. Angreifen würde ich sagen, oder? Wir müssen das angreifen. Ja, Flaggschiff down. Wieso werden wir sterben? Nein. Wir haben doch eine gute Crew. Holt mal die Feuerlöscher. Ich glaube, die Briten haben uns bekommen. Ist das Spiel schon vorbei? Kann eigentlich nicht sein. Überwinde alle Widrigkeiten. Jo, ich bin dran versucht. So, das Laden ging zumindest schön schnell. Und das ist ja das Flaggschiff, was man da schön in 2 Hälften zerbombt haben. Und sind wir das hier? Eine Krabbe. Die zwickt mich, glaub gleich. Oh, sieht aus wie ein Character-Editor. Ich bin eigentlich schon zufrieden. Wir schauen trotzdem mal durch. Ja, da finde ich irgendwie das blonde Haar nicht so gut gelungen. Kann man das randomisieren? UI verbergen könnte man auf jeden Fall. Oh, als heiße Blondine könnte ich natürlich auch spielen, die so ein bisschen vor sich hin gerade angestrengt ausatmet. Auch nicht schlecht. Hm, was haben wir denn alles? Oh, das sieht natürlich auch aus wie ein cooler Pirat. Ich glaube, ja, auch hier, das Haar ist nicht ganz so gelungen. Muss mich jetzt entscheiden. Ich nehme den ersten, das passt. Na gut. Was haben wir denn für eine Hautfarbe? Finde die erste auch nicht schlecht. Bisschen dunkel. Och, bleib mal bei der ersten. Bereit, die See zu erobern? Natürlich. Auf in den Kampf. Ja. Hat nur eine Person auf dieses Stück Holz gepasst. Das habe ich in Titanic gesehen. Dankeschön. Hier, Patscherchen auf Patscherchen. Du hast ein cooles Oktopus-Tattoo. Muss mir mal deinen Laden verraten. Du musst Freemans Glück geerbt haben. Glück? Verflucht seien die Briten und der Nebel. Und was führt uns Captain Wrestler auch in diese Untiefen? Oh, das ist nicht gut. Wir haben überlebt und finden dich, um diese Dau zu bemannen. Die Mundbewegungen sind nicht gut in dem Spiel. Du hast diese Gier in den Augen. Diesen Ausdruck sah ich schon bei so vielen anderen. Ich bin sicher, du wirst uns nach Zed anführen. Um zum Piratenparadies zu kommen, müssten wir den Weg kennen. Hier, ein Logbuch, das wir beim Park fanden. Ich hoffe, das ist im Englischen besser, aber aktuell Mundbewegung und Synchronsprecher haben nicht ihre beste Arbeit geleistet. Mach dich nützlich. Geh ans Ruder, ehe die Briten zurückkehren. Na gut. Ich geh ans Segel. Schön für dich. Folgen wir ihm. Einer der Überlebenden muss doch den Weg nach Zentrum kennen. Den kenne ich. Wir müssen übers Wasser.
Okay, ich glaube, das ist ein anderer Spieler. Ist das so eine Art MMO? Ich kenne tatsächlich nichts über das Spiel. Nur, dass es gerade rausgekommen ist. Ich hatte es irgendwann mal auf dem Schirm. Ich erfahre dann, was das Spiel eigentlich ist, wenn ich die Beschreibung dafür mache. Aber das Questziel finden wir auf jeden Fall. Wieso muss Ubisoft das alles im Online-Format, im Multiplayer-Format machen? Ich hätte mir mal ein besseres Sea of Thieves gewünscht, aber im Singleplayer. Na gut, gehen wir mal nach rechts und entdecken da was. Was auch immer das ist. Komm schon. Ich kann doch jetzt schlecht... Achso, ich kann mit S von Bord gehen. Und ich habe was gerammt beim Einparken. Hab doch gar... Ja. Hab doch gar keine Einparkhilfe. So, ihr seid schon besoffen. Das ist schön für euch. Flucht aus dem Paradies steht hier rechts. Finde einen Weg, deine DAO zu reparieren. Ich schätze mal, die DAO ist das Bötchen. Der kleine Korn, den wir haben. So, erster Piratenoffizier. Mit dem wollen wir mal sprechen. Ja. Ich sagte Captain Wrestler, dass das Schiff so überladen ist wie eine trächtige Sau. Wir haben zwar die Briten im Nebel abgehängt, aber auch den Kampf gegen die Elemente verloren. So sieht's aus. Wir schwängern einfach noch ein Schiff, damit es auch überladen ist. Die glauben, dieser Teufelsfelsen sei ihr Untergang. Und wo wart ihr, Captain, als die Exeter von britischen Fregatten gehetzt wurde? Zweifellos habt ihr euch in eurem Quartier verkrochen, wie ein dreckiges Wildschwein. Der hat's mit seinen Schweinereferenzen. Frachtmeister der Exeter, erster Piratenoffizier. Ich habe gegen die britische Flotte gekämpft und überlebt. Also, das sind meine Dialogoptionen. Ihr habt die Exeter gegen die Riffe gesteuert, nicht ich. Ja, ich mach das zweite. Und hättet ihr uns die Briten vom Hals gehalten, wie mit Skurlock vereinbart, wären wir gar nicht erst in die... Hast du gesehen, dass es hunderte Schiffe waren? Ihr wollt nach St. Anne? Ja. Natürlich. Genau wie der Rest der betrunkenen Bande, die hier auf ihren Ärschen sitzt. Wieso? Das sieht doch nach einer guten doch, wenn Crew aus. Wir mit ihren Händen zum Piratenfürsten zurückkehren, sind wir unsere Posten los. Nein. Wenn uns nicht vorher das Fell über die Ohren zieht. Piraten mit Rangordnung. Merkt, was in diesen haiverseuchten Gewässern von Skurlocks Fracht. Hier gibt's Haie? Nur dann verrate ich euch den Weg zum Piratenparadies. Ich könnte dich auch einfach kurz klopfen. Okay, ein Piratenabkommen, das ist ein Auftrag, zumindest das hier ist schön designt, obwohl ich gerade noch nicht so überzeugt bin vom Spiel. Egal, wir schauen mal, was in den verbleibenden Minuten passiert. Ein Piratenabkommen, nach dem Untergang der Exeter ist Skurlock Schmuggelware in den umliegenden Gewässern verloren gegangen. Berge Schmuggelware des Piratenfürsten, um sie gegen Informationen über den Seeweg nach St. Anne einzutauschen. Annehmen. Annehmen. Gut. Spute dich. Spute dich selber? Was ist denn das hier für ein Umgangston unter Piraten? Oh, hier sind aber Collider. Wenn ich an die Kisten will, hält's mich hier auf. Das finde ich immersionsbrechend. Das finde ich nicht gut. Und dass das so eine Art MMO-Style hat, finde ich im Moment auch nicht so super. Nicht, dass das schlecht ist, das ist einfach nur nicht das, was ich bevorzuge und was ich mir erwartet habe. Weil ich wünsche mir wirklich so ein großes Singleplayer-Piratenabenteuer. Das gab es noch nie so wirklich. Ja, ich weiß, es gab Assassin's Creed Black Flag, es gibt Sea of Thieves, was jetzt auch nicht wirklich Singleplayer ist, aber... Nicht dieser das Wahre. Beim Angeln das Meer nicht. Aber die Grafik ist aber geil. Weg nach die Schiffe sehen eigentlich ganz gut aus. Ladung. Ach, Ubisoft halt. Da hätten wir so viel... So viel draus machen können. Um mich zufriedenzustellen. Ich meine, vielleicht gefällt es euch ja. Vielleicht gefällt es dem ganzen Rest der Gamer-Community. Kann ich in Schiffswrack nicht eindringen. Ist aber schade. Wo mischen wir dann hin? Diese noobigen Spieler ausschalten. Wir haben doch noch gar keine Waffen. Das funktioniert also nicht. So, Wegpunkt ist in die Richtung. Bastarde, und doch nur in die Richtung. Welche Bastarde sollen verschwinden? Die Haie? Ich sehe keine. So, da hinten ist noch eine Insel. Doch, ich werde, glaube ich, angegriffen. Nee. Nö.
Unten ist nur irgendwie meine Tempoleiste. Schade, schade. Ich sehe den Wind auch nicht so gut. Gut, ich habe eine Flagge oben. Kann ich die Segel hissen? Ja, zumindest das geht. Ist aber nicht so responsive, wie ich mir das wünschen würde. Ich drücke einmal W und dann passt... Nee. Doppeldrücken? Keine Ahnung. Östliche Insel. Hier können wir auch mal von Bord gehen. Ich bin doch nah genug. So. Jetzt hat das auch bemerkt. Na, so ideal ist das Anlegen aber noch nicht. Das war zum Beispiel in Assassin's Creed Odyssey, war das immer gefühlt angenehmer. Und das kommt ja auch von Ubisoft. Da hat das Schifffahren und Kämpfen mir echt viel Spaß gemacht. Black Flag hatte ich leider nicht gespielt. Und habe ich bis jetzt auch noch nicht gespielt. Eine Kochstelle. Okay, und hier liegt doch Loot. Ein Piratenbuch. Ladungsverzeichnis. Fregatte Exeter. Kapitän Abel Rassler. Klingt ja wie Säbel Rassler. Ja, ist vielleicht auch die Anspielung daran. Das lese ich nicht alles vor. War lang genug da. Das könnt ihr pausieren, wenn es euch interessiert. Klingt aber wie eine sehr langweilige Shopping-Liste. Nelken aufheben. Na also, die rote Kiste sah lootbar aus. Jetzt haben wir Nelken im Inventar. Keine Ahnung, was uns das bringt, aber können wir vielleicht das Schwein schön würzen, falls wir mal eins finden. Ja, chillt doch mal so. Auf zum Wegpunkt. Wäre cool, wenn ich in der Zwischenzeit angeln oder sowas könnte. Oder die so ein schönes Lied singen würden. So ein Seemanns-Chanty. Haben sie in Odyssey auch gemacht? Na egal, wir gehen mal zum Questmarker. Irgendwas werden wir schon aufheben können. Weiß nur noch nicht, wo mir das angezeigt wird. Ah, plündern. Altmetall. Muss ich F drücken? Ist das euer Ernst? Ich muss F drücken, wenn ich in der Nähe bin. Und unten anscheinend haben wir auch ein Gesamtgewicht, ein maximales. Das macht Sinn. So Schiffe können nämlich auch sehr gut überladen werden. Nein, ich will nicht mit dir interagieren. Ich will dir das Loot aufsammeln. Ach, das machst du jetzt schon. Wir könnten ihn angreifen. Hey, der lootet mir hier alles weg. So ein Arsch. Zerbrochene Planke für mich. Fische für mich. Nee, das geht wahrscheinlich nicht. Und scharfe Rechtskurve. Ah, nach Steuerbord. So, und dann muss ich... Oder ist das nur ein Questbereich? Wieso bist du müde? Wir segeln doch mit Windkraft. Oder brauchst du was für Essen? Was willst du von mir? Dann entspann dich mal. Nee, gut. Schießt jemand auf mich oder was ist das Geräusch? Das sieht nach einem Hai aus, der schon harponiert wurde. Kadaver plündern. Na, hier mit dem Kadaver, das ist... Ja, das war hier ein Questbereich. Wir waren also in der Nähe. Ich glaube, die Fässer müssen wir hier aufnehmen. Das Treibgut. Bündel plündern. Bündel plündern. Wieso? Wir nehmen alles mit. Wir nehmen alles mit. Nicht mehr Gegenstände dieses Typs. Aber noch Haikadaver. Ja, damit. Haihaut und Haifleisch. Gibt es hier noch irgendwo einen Hai, den wir vielleicht mal selbst auf die Fresse hauen können? Bis jetzt haben das, glaube ich, nur die Mitspieler gemacht. Oh, da leuchtet aber auch was. Das funkelt so schön. Ich habe noch nicht mal eine Brechstange der ersten Stufe. So ein Mist. Dann zurück zum Missionsziel. Haie sehe ich aktuell keine. Oh, die bekriegen sich. Da können wir vielleicht uns leicht einmischen. Und einen ganz schwachen ausschalten. Vielleicht müssen wir sie durchsuchen. Ich durchsuche doch keine Leichen. So, wir fahren einfach durch das Wrack zurück auf die Insel. Kopf einziehen!
Komm schon. Macht nicht viel Schaden im Moment. Nee. Zu dem sind wir mal nett. Ja, her mit den zerbrochenen Planken. Weiß nicht, was ich von der Plündermechanik halte. Die habe ich auch schon mal besser irgendwo gesehen. Ich glaube, das war sogar in Odyssey. Und Sea of Thieves, diese mehr Survival-Mechaniken, dass man auch sein Schiff hier flicken muss und so weiter, gefällt mir dann auch ein bisschen mehr. Und ich glaube, da muss man auch teilweise nur über Loot drüber fahren. Ist aber egal. So, wir gehen hier erstmal schön. Ach komm schon, ich habe die Segel doch reingeholt. Was willst du von mir? Von Bord gehen. Ich sagte von Bord gehen, nicht wieder Segel ausklappen. So, dann ist hoffentlich der erste Piratenfürst hier zufrieden mit meiner geleisteten Arbeit. Ansonsten stecke ich ihm ein paar Nelken in die Ohren. Das muss dann reichen. Ihr sucht den Weg nach St. Anne? Dann bringt mir Skurlocks Fracht. Ja. Abgeben. Ja, passt. Danke für die Waren. Gern geschehen. Ich verschon Skurlock meinen Kopf. Bei euch bin ich mir da nicht so sicher. Ja, leck mich doch. Wenn ich dem Captain erzähle, der seine Fracht nicht beschützen konnte. Ja, ja. Findet selbst nach St. Anne Stiefel lecker. Ich schulde euch kein Stück Silber im Arsch. Schon gar nicht, wenn meiner auf dem Spiel steht. Was für ein Arsch. Und warum fragt ihr nicht Captain Wrestler? Vielleicht kennt seine Leiche den Weg. Jetzt verschwinde, Bilgenschwein. Du mit deinen Schwein anspielen. Sehr, sehr komisches Spiel bis jetzt. Der Einführungskampf hat aber sehr Spaß gemacht. Und da kommen wir wahrscheinlich wieder hin, sobald wir unser kleines Boot dann ordentlich aufgelevelt haben. Oder einfach ein anderes gestohlen. Das wäre natürlich cool, wenn das geht. Aktionsrad. Ein kleines Wiesel bis zum Schluss. Wenn der Bastard Mindwrestler hätte eine Karte nach St. Anne, was habe ich denn hier? Sollten wir das Wrack absuchen. Heckkamera, primäre Kamera. Oh, das ist ganz schön. Das ist ganz praktisch. So, das wollen wir dann nochmal probieren. Komm schon. Ich drück doch linkes Control. Reagier doch mal, du Spiel. Fotomodus. Heckkamera. Oh, die bringt mir gerade nichts. Komm schon, ich drück Control. Ich drück Control. Ich halte Control. Oh, die Steuerung ist nicht gut. So, normale, primäre Kamera, dankeschön. Hartsteuerbord. Da drüben, Skurlocks Wein. Holen wir ihn. Mit der Brechstange kommen wir spielend ins Wrack. Nein. Also lenken tut's nicht gut. Vielleicht hat meine Tastatur heute auch nur Aussetzer, dann will ich mich mal nicht beschweren. So, her mit den ganzen Gündelsachen. So, und wo habt ihr irgendwas von Brechstange gesagt? Ich dachte, ich hab noch keine. Ist egal. Wir fahren auf jeden Fall. Was ist das denn? Achso, der Hai. Das ist doch nicht der Tod. Das ist doch nur ein Hai. Ja, versuch's doch mal. Na, der Felsen hätte uns eigentlich umbringen müssen. Komm schon. Nein. Au. Dankeschön. So. Da ist noch ein Hai. Nein, wir müssen dem anderen helfen. Oh, hat er selbst geschafft. Hat er selbst geschafft. Ja, wird es heute schöne Haifischflossensuppe geben. Ja, mit dem ganzen Zeug. Komm schon, dreh um. Nö. Dann vorwärts Richtung Questmarker. Ja, ja, ist Altmetall. Das gehört alles mir. Das gehört alles mir. Das nehme ich mit. Wir müssen ja unsere Schaluppe hier ein bisschen verbessern. Ja, brennt aber immer noch fleißig. Ja, Kapitäni sagt, haltet die Klappe und holt Segel halt rein.
Was ist denn los mit der Steuerung in dem Spiel? So, jetzt aber aufbrechen. Wenn du Schiffswracks plünderst, kannst du das Ergebnis verbessern, indem du auf einen farbigen Bereich zielst und links drückst. Der grüne Bereich liefert die besten Ergebnisse. Im gelben Bereich erhältst du weniger. Nach 3 Fehlversuchen endet der Bergungsprozess vorzeitig. Okay. Mist. Ich dachte, ich kann das irgendwie kontrollieren, aber das geht ja von unten. Das ist ein schlechtes Minispiel. Ah, zumindest ist es eins. Ich dachte wenigstens, es wäre halt so ein Zeiger, der von hinten nach vorne schwingt und ich dann steuern könnte, wann ich abdrücke. Aber nee, es gibt anscheinend nur einen Versuch. Lesen. Der Ausschwung der Piraterie. Ich werde es nicht vorlesen. Wir wollen ja was vom Spiel erfahren. So, jetzt war es lang genug da. Da könnt ihr kurz pausieren, falls es euch interessiert. Ansonsten würde ich sagen, wir gehen mal zum Missionsmarker. Oder schießen mal mit der verlassenen Kanone, an die ich nicht hinkomme, weil... Doch, komme ich? Komme ich schon? Hä? Ja, musst du laden? Okay, das erinnert zumindest an Sea of Thieves. Was machst du denn jetzt? Kire? Hä? Achso. Was für eine bescheidene... Yay. Muss ich die treffen? Vielleicht ist das ja das Missionsziel. Da ist ein Hai! Auf den Hai! Okay, man gewöhnt sich dran. Nicht so beschissen, aber... auch nicht so gut, würde ich sagen. Okay, das respawnt da einfach. Finde ich aber nicht so nett. So, treff mal einen Hai noch. Komm schon. Mist. Ein Hai will ich aber noch treffen. Ein Schuss noch, dann gehen wir hier weg. Ja! Volltreffer, voll auf die Rübe. So. Na, schießt da noch einer? Ja. Alles klar. Dann wollen wir einmal die Treppe hoch. Geht nicht. Doch, geht schon. Wieso hakt das denn gerade so? Noch nie beim Ubisoft so Probleme mit der Steuerung gehabt. Vielleicht ist es tatsächlich meine Tastatur. Schick ich mal nach der Episode. Sollte nicht sein. Hier war doch gerade ein Trigger zum Aufheben. Wieso kriege ich die Schätze nicht? Ah, da war der Trigger. Lesen. Hier wieder dasselbe. Tagebuch der Fregatte Exeter. So, lassen wir das mal so. So, falls ihr es lesen wollt, gerne pausieren. Betreten. Mensch, die Steuerung ist zu clunky. Oh je, das sieht nicht gut aus. Vielleicht lebt er noch. Ich würde ihn mal anstupsen. Oder mit dem Fernrohr pieksen. Oh, ein versiegelter Brief. Ich kann Seekarten nicht lesen, fällt mir da auf. Schau, Captain, loote den doch, ganz ehrlich. Liegt da so eine gut bekleidete Leiche? Wahrscheinlich mit einem geilen Schwert und allem? Nix können wir machen. Auch hier das Gemälde, ab in die Gefängnisbrieftasche damit. Bevor es hier ein anderer Spieler trifft. Kann ich interagieren? Hi, wie heißt du denn? So, die 30-Minuten-Marke ist mal wieder fast erreicht. Dann wird's wohl Zeit für ein kleines Zwischenfazit. Bis jetzt hat mich das Spiel nicht wirklich überzeugt. Das Gefecht am Anfang hat zwar Spaß gemacht, aber das war auch so ziemlich alles Positive, neben der guten Grafik natürlich. Die Dialoge waren recht schlecht synchronisiert, also sowohl wie was gesagt wurde im Deutschen, als auch die Lippenbewegung der Charaktere, wenn man das überhaupt als Lippenbewegung bezeichnen kann. Und ja, generell scheint es einfach kein Spiel für mich zu sein. Ich mag zwar auch ab und zu MMO-Elemente, hätte mir aber für das Spiel wahrscheinlich einfach was ganz anderes gewünscht. Ich werde daher wohl eher eine Landratte bleiben und die Finger von dem Spiel lassen. Was haltet ihr denn so von dem Spiel? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und schreibt mir natürlich auch gerne, welche Spiele ich als nächstes vorstellen soll. So, dann wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.